Oh shit. So cringe, Mann. Ey, yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon im Titel und im Thumbnail gesehen, die erste Folge von United Royal oder Royal. Ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich wurde dazu eingeladen, habe mich mega darüber gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ihr seht jetzt gerade, während ich euch noch ein bisschen zutexte, bevor es ins Gameplay geht, die Regeln nochmal im Hintergrund und wie das Ganze funktioniert mit den Münzen. Mein Starspieler ist ja Hazard Moments. Ja, ich hatte dieses Jahr nicht so wirklich Pack-Luck, wobei ich habe am Anfang von FIFA den normalen CR7 gezogen. Dann hatte ich mal einen Gattuso gezogen oder mal einen Hazard Inform. Aber das war's dann eigentlich auch. Nach 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Den normalen Ronaldo wäre natürlich auch eine coole Karte gewesen, aber viel FIFA hatte schon Ronaldo Totti. Und das ist auch einfach nicht so cool, so eine ganz normale Goldkarte zu haben. Deswegen habe ich mich für meinen Hazard Moments entschieden. Den zocke ich jetzt auch schon seit 2-3 Weekend Leagues in meinem Main Team und die Karte gefällt mir sehr gut. Und mit dem gehen wir rein in das Turnier, gucken, was möglich ist und wollen uns natürlich ein möglichst geiles Team drumherum bauen. Und was natürlich bei diesem Format ganz wichtig zu sagen ist, was ich normalerweise nie mache, wirklich in gar keinem Video, glaube ich, dadurch, dass die meisten Videos sowieso eine Stream-Highlight sind, ist irgendwie danach zu fragen, dass ihr eine Bewertung da lasst oder so. Aber in diesem Format ist es so, dass wir als Community mir ein Upgrade geben können. Also wenn ich irgendwie irgendwann in meinem Team einen Kanté stehen habe, dann könnte ich den auf eine bessere Form, zum Beispiel auf den Totti oder so, upgraden, den ich mir ja wahrscheinlich durch die Teambuilding-Folgen niemals leisten könnte. Aber da kommt ihr ins Spiel. Solltet ihr auf diese Folge oder generell auf die Teambuilding-Folgen ordentlich Likes hauen im Vergleich zu meiner Klickzahl, könnten wir es möglich machen, dass ich noch so ein heftiges Upgrade bekomme. Also Leute, wenn ihr Bock habt, lasst gerne eine Bewertung da. Ich frage nie danach. Jetzt würde ich mal nachfragen bei den Videos. Wäre sehr, sehr cool. So, und dann würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht lange. Ich zeige euch mein Silberteam mit Hazard und dann geht's ins Gameplay. Das ist mein Silberteam. Ich habe hier Hazard eingebaut mit ein paar BBVA-Spielern. Und rechts habe ich sehr viele englische Spieler aus der BPL genommen. Die sind halt sehr, sehr gut. Tomori kennt ihr, denke ich, alle. Der hat auch eine super Future-Star-Karte. Ja, das hier Fredericks, den habe ich so ein bisschen auf Semedo 2.0 getauft. Er sieht einfach original aus wie Semedo als Silberkarte. Ich hoffe, der ist auch ganz gut. Hudson Odoi werdet ihr auch kennen. Hier haben wir Juan Villa, Ruben Garcia. Der hat leider nur 2 Star Recruit. Ich bin gespannt, wie der sich spielen lässt. Aber es ist insgesamt ein solides Team. Auf der Bank dürfen meine beiden Super Subs nicht fehlen, auch wenn man nicht einwechseln darf. Einfach für die Motivation. Hier seht ihr auch nochmal den Statproof. Ich habe noch kein Spiel mit denen gemacht. Geht direkt unfrisch rein. Also er hat natürlich schon viele Games, aber den zocke ich halt auch immer in meinem Weekend League Team. Aber die haben alle noch 0 Games. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay rein und schauen, was möglich ist. Wäre natürlich gut, wenn wir direkt mal einen schlechten Gegner finden und ein paar Tore schießen können. Aber mal schauen. Rivals ist natürlich schon eine Herausforderung. Ich meine, gesehen zu haben, dass unser Gegner einen Gast hatte. Und was ist das für ein Team? Oh mein Gott. Ich spiele jetzt gegen 2 Leute und das Team? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alles klar, ich wusste gar nicht, dass man in Rivals mit einem Gast spielen kann. Ohne Scheiß, ich dachte, das geht in Draft, aber nicht in Rivals. So spielen wir übrigens in-game. Ich habe jetzt mal 2 Taktiken gemacht, eine mit 4-1-2-1-2 und eine mit 4-2-3-1. Ja, müssen wir hoffen, dass wir diese Folge keine Minus-Coins machen. Ui, 2 Leute, ja. Die haben 2 Striche über dem Kopf. Ach du meine Güte, was wird das nur? Wir müssen natürlich probieren, viel unseren Starspieler zu suchen. Hazard muss die Tore am besten machen, das gibt extra Coins. Ach so, das ist natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, ist ja auch Pflicht. Die Gegner hatten natürlich 100 Chemie. Ich glaube, da war ja nicht ein Spieler offcam bei denen. Jetzt mal hier mit Hazard vielleicht. Boah. Nee, aber da steht... Wer ist das? Wer? Ich weiß... Scheik, ich weiß nicht. Wer ist das von meinen Spielern? Diop ist das, mein ZM. Ja sicher, habe ich doch gleich gewusst, dass der krass ist. Let's go, Hazard mit der Vorlage. Sind die ersten 50.000 Coins, ist okay. Vielleicht jetzt mal probieren, Hazard in Szene zu bekommen. Da ist er. Und Dragback, Finesse, let's go. Ganz wichtig, das sind 100.000 Coins aufs Konto. Oh, jetzt rätschen die aber schon viel rum. Das ist unsere Chance, um mit Hazard das nächste Tor zu machen. Let's go, die sind beide schon gleich ein bisschen mad. Wenn man sich die Grätschen so anschaut. Aber die sind noch motiviert. Die scheinen noch motiviert zu sein. Neymar hier mit Finesse. Oh, was ist das? Hiro, was war denn da los? Oh, die sind alle so schnell. Oh mein Gott. Der wird sweaten. Torwart. Fuck. Na, da hätte ich am liebsten den Torwart irgendwie auf den Ball bekommen, dass er den fängt. War ein bisschen lost aus der Kollege, aber okay. Ja, okay, wir gehen mit einem 3-1 in die Halbzeit. Stehen jetzt gerade bei 200.000 Coins. Das ist okay. Für das Team, gegen das wir hier spielen, ist das definitiv okay. Ich hatte Schiss, dass wir vielleicht mit Minus-Coins rausgehen könnten. Aber ich denke, wir schlagen uns bisher ganz souverän. Oh, der wird geblockt.
Hudson, macht er ihn denn? Er macht ihn, er macht ihn. Da haben wir die Punkte wieder gut gemacht, die wir gerade verloren haben durchs Gegentor. Jetzt, das ist es. Zieh, zieh. Schön, war es sehr schnell. Und der Finesse. Der Finesse für die 100.000 Points und den Hattrick. Den Hattrick. Damit sind wir bei, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube 350.000 Münzen. Boah, das wird verdammt gut schmecken. Ich sag's euch ehrlich, bitte kein Gegentor mehr. Boah, dicker Fehler. Dicker Fehler. Gut gemacht, nein. Was macht... Das hat der Ter Stegen da gemacht. Die Coins nehme ich mit, Ter Stegen. Kuss geht raus. 450.000 nach dem ersten Spiel. Hazard natürlich Spieler des Spiels, aber mir auf jeden Fall auch Odoi. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir geben eine Fitnesskarte und gehen damit ins zweite Spiel. Hoffentlich nochmal. Nochmal Kanonenfutter. Oh, Mann. Oh, okay. Elite King Khan. Ich hoffe mal, Elite steht nicht für sein Weekend, die Krank. Hat auch 100 Chemie. Ein paar Spieler, aber nicht auf voller Chemie. Komplettes Goldteam. Natürlich sehr gute Spieler drin mit einem Ben Yedder und so weiter. Aber gut, ich fand das Team von gerade stärker. Das muss natürlich nicht sagen. Der kann natürlich der bessere FIFA-Spieler sein. Und jetzt vielleicht, er schickt... Let's go! Ja, moin! Juan Villa, der schießt Tore. Wie macht mein Cruyff nicht in der Weekend League? Was ist das denn? Direkt das 1-0. Wir runden damit. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Aber ich glaube, bei 500.000 Coins müssten wir jetzt zu dem Zeitpunkt... Oh, Entschuldigung, den Hazard mitnehmen. Hazard. Boah, wie hält... Was? Ja, sicher, das ist aber der komplett andere Ter Stegen. Da habe ich gerade aber in dem Spiel davor, habe ich aber einen anderen Ter Stegen erlebt. Den hätte ich gerne nochmal. Hazard mitnehmen. Hazard geht, komm. Und ins Kurze. Let's go. 150.000 Münzen. Also in dem Spiel 150.000 Münzen. Hazard, der ist einfach... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, Hazard, geh. Schön nochmal verzögert. Oh, der wird geblockt. Kann er den Abstauber machen? Er macht den Abstauber. Und der Hattrick... Der zweite Hattrick. Zwei Spiele, zwei Hattricks. Ich glaube, man kann United nicht besser starten. Ich habe vorher nicht ein Spiel mit diesem Team gemacht. Gar nichts. Bin einfach rein. Oh, das war auch ein Fehler mit seinem Semedo. Leute, es ist die 24. Minute, es steht 5-0. Der macht aber auch Fehler. Let's go. Den nehmen wir mit. Und es wird Pause gedrückt. Das war das 6-0. In der Folge 550.000 Coins. Nur durch die Tore bisher. Gibt es jetzt den Rage Quit? Und es gibt den Rage Quit. Also ich glaube, wir haben mit dem zweiten Spiel, ich habe Alzheimer. Ich bin ehrlich, ich habe Alzheimer. 700.000 Coins in dem Spiel. Wie viel hatten wir in dem anderen? Hab schon wieder vergessen. Ist 10 Minuten her, ich habe es vergessen. Egal, ihr werdet es auf jeden Fall ja unter der Cam sehen, wie viele Coins wir haben. Ich mache mir jetzt ein paar Gedanken und überlege, welche Spieler wir einbauen könnten von den Coins. Ich hätte niemals mit so einem guten Start gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, mit einer der besten Starts, die überhaupt nur gehen ins Turnier. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder, wenn ich mir überlegt habe, mit welchen Spielern wir unser Team verbessert können. Dann, Moment. Natürlich noch nicht ganz. Ich zeige euch jetzt noch den Statproof. Also ihr wollt natürlich auch sehen, dass ich wirklich nur zwei Spiele gemacht habe. Hier zwei Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. Hazard hat auch zwei Spiele mehr, wie am Anfang von der Aufnahme. Die haben alle zwei Spiele mehr. Total krank. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass wir so hoch gewinnen. Wir sehen uns dann gleich wieder zur Spielerwahl. Und ja, ich denke, wir können uns auf jeden Fall was Geiles leisten. So, Leute, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wen wir nehmen könnten. Ich habe selber nochmal nachgerechnet. Ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber ich bin auf 1.150.000 Coins gekommen, was eine verdammte Menge ist. Spieler, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, von denen ihr euch einen auswählen könnt, den anderen Spieler suche ich mir aus. Ich habe mir Ikone Future Stars aufgeschrieben, Sissoko Footmas, die SBC, der kostet uns 150.000 Münzen. Ich weiß, die SBC war damals teurer, aber so ist das Regelwerk, weil eine 84er-Rated-Karte. Gold Kanté, ich glaube, bei dem lohnt sich auch gar kein großes Upgrade. Chelsea fliegt ja sehr wahrscheinlich aus der Champions League raus, deswegen hatte ich jetzt auch nicht irgendwie den Road to the Final aufgeschrieben. Ben Yedder POTM. Ich denke, ihr kennt die Karte alle. Gefühlt trifft man diese Karte in der Weekend League nur. Ja, ist eine sehr, sehr starke Karte. Würde uns hier in dem Fall 250.000 Münzen kosten. Und wer das Ganze dann perfekt abrunden würde, wäre Dembele Road to the Final. Der kostet gerade, ich habe jetzt gerade mal auf den Markt geschaut, 895.000 Coins. Kann sein, dass er jetzt noch ein bisschen hoch geht oder so, aber jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, 895.000 Coins. Ja, und der wäre natürlich sehr interessant, weil er eine super krasse Karte ist. Und es besteht die Möglichkeit, dass er im Laufe des Turniers, sollte Barca
weiterkommen, natürlich noch besser wird. Und dann haben wir ihn eingepackt. Ihr habt die Wahl zwischen 5 Franzosen. Sucht euch einen aus. Ihr könnt in der Infokarte abstimmen zwischen Nummer 1 bis 5. Ich werde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr jetzt noch, weil ihr es noch nicht gemacht habt, eine Bewertung da lasst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bin gespannt, wie ihr abstimmt. Ihr werdet es ja im nächsten Video sehen, wie es aussieht. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ich freue mich mega, dass die erste Folge jetzt so gut geklappt hat. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Let's go.